Beutezüge in völliger Dunkelheit und rasende Verfolgungsjagden. Wie können Fledermäuse sich so präzise orientieren? Ihre Augen sind nicht besonders gut. Doch sie sind wahre Flugakrobaten, da draußen oder in engen Höhlen. Wie schaffen die das? Das zu beobachten ist gar nicht so einfach. Fledermäuse sind nachtaktiv. Ihr Alltag spielt sich dann ab, wenn es dunkel ist und wir Menschen nicht viel sehen können. Um sie zu beobachten, können wir Fledermäuse aber nicht einfach mit Taschenlampen anleuchten. Denn die meisten Arten mögen Licht überhaupt nicht. Besser geht es mit einer speziellen Nachtsichtkamera. Mit ihr können wir Fledermäuse auch im Dunkeln sehen. Da sind sie. Bis zu 160 Kilometer pro Stunde können manche Arten fliegen. Das ist schneller als so manches Auto. Und trotzdem fliegen sie zielsicher, stoßen nicht an und kommen sich gegenseitig nicht in die Quere, obwohl es stockfinster ist. Wie viel Fledermäuse sehen können, ist immer noch nicht ganz erforscht. Fest steht aber, die Augen sind für ihre Orientierung weniger wichtig. Sie nutzen vor allem ihre Ohren. Dazu rufen Fledermäuse Töne in die Nacht. Die Umgebung wirft diese Schallwellen als Echo zurück. Das Gehirn der Fledermaus verarbeitet diese Informationen und weiß in Sekundenbruchteilen, wie weit ein Hindernis oder ihre Beute entfernt sind. So entsteht über ihre Ohren ein Bild im Kopf. Diese Art, sich mit Hilfe von Schallwellen zu orientieren, nennt man Echoortung. In der Zeitlupe können wir sogar ihre Mundbewegungen sehen. Bis zu 200 einzelne Töne macht eine Fledermaus pro Sekunde, wenn sie auf Beutejagd ist. Das geht nur, weil Fledermäuse einen extrem schnellen Kehlkopfmuskel haben. 20 Mal schneller als unsere schnellsten Muskeln. Zum Beispiel die, die unsere Augen bewegen. Die Echoortung ist so genau, dass Fledermäuse ihre Beute auf Anhieb orten und identifizieren können. Sogar dann, wenn sich das Insekt bewegt. Übrigens, Fledermäuse sprechen Ultraschallsprache. Ihre Ultraschalltöne sind so hoch, dass wir Menschen sie nicht hören können. Ein Glück, denn mit bis zu 140 Dezibel wären Fledermäuse sogar lauter als ein Düsenjet. Ein Gerät kann ihre Rufe so umwandeln, dass wir die Töne hören können. Und diese Sprache klingt bei jeder Fledermausart sogar ein bisschen anders. Der Beutezug dieser Wasserfledermaus ist dank Echoortung jedenfalls sehr erfolgreich. Aber nicht alle Arten stehen auf Insekten. Die Blütenfledermaus liebt Süßes. Sie ernährt sich vom Nektar aus tropischen Regenwaldblüten. Dabei hilft ihr die außergewöhnlich lange, behaarte Zunge. Und wieder die Echoortung. Die besondere Form der Blumen reflektiert die Ultraschalltöne der Fledermäuse nämlich äußerst gut. So finden sie auch in tiefster Nacht immer wieder genau die richtigen Blumen. Mehr als 1400 verschiedene Fledermausarten gibt es auf der Welt. Und egal ob groß oder klein, Insektenjäger oder Blütenfeinschmecker, sie alle orientieren sich übers Gehör. Und selbst wenn es mal eine Bruchlandung im Wasser gibt, sind sie schnell wieder auf dem richtigen Pfad unterwegs. Habt ihr schon mal Fledermäuse gesehen? Und wenn ja, wo war das? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Und nicht nur Fledermäuse können schnell reagieren, sondern auch wir Menschen. Wie das funktioniert, seht ihr hier. Und abonniert uns gerne.